Hallo und herzlich willkommen bei Astrolords. Da hatten wir so ein neues Spiel, was wir jetzt runtergezogen haben. Ich werde es jetzt mal spielen. Name des Asteroiden. Der heißt dann Stefan Unterstrich Red Dog. Nein, passt nicht rein. Dann mache ich Stefan Red Dog. So, Stefan Red Dog. Ready? Also das Spiel ist ziemlich neu. Und ja. Und da ich ja sowieso immer neue Spiele spielen wollte und das sehr anspruchsvoll aussah, musste eine Basis aufbauen und dann irgendwie Kriege nachher führen, später. Und so auf Basen aufbauen und sowas, das gefällt mir sowieso immer sehr gut. Würde gerade sagen, sehr gerne. Gefällt mir immer sehr gut. Ja, dann schauen wir mal, was hier im Tutorial gesagt wird. Drücke einfach jetzt mal da immerhin, was die sagen. Darauf drücken. Darauf drücken. Darauf drücken. Ohne großartig durchzulesen. Nach und nach kriege ich das Spiel sowieso noch richtig mit. Aber jetzt erstmal alles durchwaschen, so schnell es geht. Okay. Und jetzt? Also damit entwickle ich was anscheinend. Das ist mein Talentbaum, denke ich mir mal. Das war die Einführung. Ich dachte, wird ein bisschen länger gehen. Okay. Geht doch noch ein bisschen länger. Ich musste nur gerade aber das wegdrücken. Stellen wir das mal dahin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Sinn hat, die irgendwie taktisch hinzustellen. Ich hoffe mal nicht. Wenn noch, habe ich bestimmt später ein Problem. Das auf Deutsch stellen. Ich glaube, das ging nicht auf Deutsch. Ich habe da in der Anleitung nur gesehen von Englisch. Ja, muss nur Englisch. Englisch von Insider. Okay, am Rand, das sind dann hier diese Minenfelder. Das auch weiter zurückscrollen. Also bislang geht das aber ziemlich schnell. Wegwechseln, wegscrollen kann man auch. Dann sieht man ein bisschen mehr von meinen Asteroiden. Ich denke mal, wenn der voll ist, kann man später noch andere Asteroiden erobern, weil so groß sieht das Feld ja hier nicht aus, dass man da jetzt so sehr viel bauen könnte. Oder vielleicht auch gar nicht so viele Gebäude.
Obwohl, das geht hier ganz schön weit runter. Geschütztürme, falls ich angegriffen werde. Ja. Da bin ich mal gespannt. Machen wir mal hier hin. Bauen wir hier ein bisschen zu. Da passt noch ein Dreier hin. Wenn ich so einen Dreier noch kriege, dann hier noch ein Dreier. Ja. Dann wird es. Okay. Fehler reingeschrieben. Mein Englisch ist nicht so gut. Vielleicht kann man die auch später noch um. Achso, Asteroid und. Das ist mein Asteroid und das ist hier meine Raumbasis, wo ich Dings herstelle wahrscheinlich. Ne? Meine Schiffchens. So bewegt man den. So schießt man. Davor teile ich. Das sollte man wahrscheinlich nicht machen. Und Volltreffer. Was? Ich hab das so. Okay. Gut, das war jetzt die erste Schlacht. Sie habe ich gewonnen. Aber auch nur, weil der irgendwo geschossen hat, wo ich nicht war. Team Jello, Team Blue. Okay.
einer kaputt. Nein. Letzte hier. Und bam! Kann ich das einsammeln? Hey, kannst du bereit sein? Hier. Oh. Oh, muss hier auf meiner Basis gehen. Basis weiter ausbauen? Wieder ein paar Sachen kriegen. Okay. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Warte, ich muss was schreiben. Pi. Nee, nicht KI. Pi. Und gesendet. Okay. 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 Complete. So, ich denke mal, das war jetzt so das Tutorial gewesen. Warum arbeitet der nicht? Hat es einen Grund, warum da kann ich arbeiten? Oder arbeitet der? Aber da ist ein Zeichen drüber. Ich würde sagen, der arbeitet nicht. Das ist vielleicht, weil alles voll ist. Na gut. Dann werde ich da mal beim nächsten Mal weiter schauen. Oder ich werde gleich nochmal ein bisschen weiter gucken. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen von Astrolords. Und das ist jetzt seit dem, habe ich glaube ich schon gesagt, oder? Seit dem 16.01. gibt es das hier. Kann man das spielen über Steam. Ich glaube, das gab es schon vorher auch nur als Beta-Version. Jetzt ist es, glaube ich, eine offene Version. Ich weiß es nicht so genau. Aber... ja. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.